So geht's. So, dann möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zur ersten Pressekonferenz in dieser Hessenliga-Saison. Natürlich unsere Gäste aus Griesheim, einen ganz besonderen Club mit dem Trainer Richard Haser und unserem Trainer. Glückwunsch an Arthur Lemm und seine Mannschaft zum 3-1-Sieg am Freitagabend. Wir haben uns hier nochmal offiziell bei den Zuschauern auch mal entschuldigen, da unser Kühlwagen ausgefahren ist und wir die Kühlung für die Getränke einfach nicht schnell genug nachbringen konnten. Da bin ich Entschuldigung. Wie zumindest in der Pressekonferenz gibt es das erste Wort mit dem gegnerischen Trainer, Richard Haser. Bitte. Vielen Dank. Schönen Abend an alle. Vor allem herzlichen Glückwunsch an der Arthur Lehm und seine Mannschaft, die hat es heute hervorragend gemacht. Nicht nur wegen Ergebnis, aber auch die Spielweise, mit der wir Probleme hatten. Wir haben es erwartet, dass wir durch unser Spiel und das, was wir uns vorbereitet haben, dass wir mehr Gegenleistung machen können, dass wir die gegnerische Mannschaft nicht so viel ins Spiel bringen, wir die unter Druck setzen in Bereichen, die wir es geübt haben und dann schneller auf die Konter. Das hat uns nicht gelungen. Die alle Aktien wurden unterbrochen. Und dann lagen wir relativ schnell 2-3-0 hinten. Und das mussten wir nur steuern, dass wir nicht mehr Tore kriegen. Zweite Halbzeit ein bisschen umgestellt auf unsere Spielweise. Auch von einem anderen Spieler wurde rein raus gewechselt. Und noch die Defensive gestärkt. Das hat uns gelungen, zwar zweite Halbzeit 1-0 zu gewinnen, war aber kleine Trost für uns. Ja? Die Mannschaft, unsere Mannschaft hat viel mehr drauf. Die wird das in Vorbereitung gezeigt. Die wird das auch später zeigen, das ist in Entwicklung. Und wir müssen fachlich das hier Ganze auseinandernehmen, sich das Spiel anschauen und analysieren auch mit der Mannschaft zusammen, dass wir nächste Spiele noch mehr bringen. Dass wir von Ergebnissen, nicht nur von der Leistung, aber von den Ergebnissen. Nochmal Glückwunsch. Vielen Dank, Richard Haser. So, und gebührtes Wort unserem Trainer Arthur Lemm zum 3-2-1-Sieg. Ja, erstmal heiße ich euch alle herzlich willkommen zum ersten Spiel heute bei uns. Erstmal danke für die Glückwünsche. Sehr, sehr glücklich und sehr erleichtert, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, dass wir die 3 Punkte haben. Ich bin über die Spielweise in der ersten Halbzeit auch sehr glücklich. Wir haben das sehr gut gemacht, der Richard hat das schon gesagt. Wir hatten ein gutes Pressing, wir hatten gute Balleroberungsmomente, wollten immer wieder tiefe Räume suchen, wollten die flach bespielen. Die Räume haben wir auch gehabt. Ja, der Gegner hat uns die Räume gegeben. Wir haben die auch gut bespielt, haben 3 Tore geschossen, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, aber wir hatten wirklich viele Torchancen heute mit ein bisschen mehr Zug noch zum Tor oder ein bisschen mehr Kaltblütigkeit und zielgerichtete Abschlüsse hinzukriegen, hätten wir heute mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Zweite Halbzeit, das war die erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Wollten wir dann ein bisschen tiefer stehen, wollten nicht mehr so viel Kraft verschwenden. Wir haben eine schwere Woche. Wir haben jetzt 2 Pokalspiele, Kreispokal, zweite Runde, Hessenpokal, erste Runde, dann am Samstag wieder in Alzenau. So groß ist unser Kader nicht, dass wir da alles durchholen. Und da haben wir es aber nicht mehr so gut gemacht. Ich muss sagen, nach hinten haben wir es trotzdem sehr gut verteidigt. Wir haben eigentlich nur die Torsituation wirklich zugelassen vom Tor. Ansonsten haben wir um den Strafraum eigentlich alles gut verteidigt. Und haben auch in der zweiten Halbzeit dann Umschaltsituationen gehabt nach vorne, wo wir dann bestimmt auch nochmal 1-2 Tore machen können. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben, wie der Richard gesagt hat, die zweite Halbzeit 1-0 verloren. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen mal nicht zu kritisch sein. Wir haben das erste Spiel gewonnen. Es war super wichtig, gut in die Saison reinzukommen. Wir haben ein Heimspiel. Das willst du immer gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Und ich freue mich für die Jungs, dass die sich einfach für harte Vorbereitung mit einem sicherlich auch anstrengenden Trainer, gerade die neuen Spieler, die haben mich jetzt mal erlebt, die letzten 5 Wochen. Das ist nicht mehr nur gut für die Jungs. Aber heute haben sie sich belohnt, haben es gut gemacht und ich hoffe, dass wir so weitermachen. Dankeschön. Vielen Dank, Arthur. Gibt es da Fragen von der anwesenden Presse? Keine? Dann möchte ich an dieser Stelle noch, wie der Arthur schon sagt, wir haben in dieser Woche, in der kommenden Woche, 2 Pokalspiele. Einmal im Hessen-Pokal spielen wir in Geisenheim am Dienstag am 31.07. um 19 Uhr. Und am 1.08. spielen wir im Kreispokal die erste Runde für dieses Jahr bei der SKG Baustein, bei unserem Nachbar, um 19.30 Uhr am Mittwoch, am 1.08. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn noch viele Gäste oder Besucher, Zuschauer mit nach Geisenheim begleiten, genauso wie nach Baustein zum Debüt.
und dass wir dann jeweils die nächste Runde erreichen. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, keine weiteren Anmerkungen, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern, die da wünschen, schönes Restwochenende und vor allen Dingen kommen Sie gut nach Hause und genießen Sie schön Wetter. Vielen Dank.